Alina, hast du morgen Abend Zeit, wegen Overwatch-Turnier mal zu gucken? Wegen Regeln und Modi und so. Ja, eigentlich schon. Supi. Damit der Plan dafür auch schon mal hoch steht. Ui, Frühstück bekommen. Hui. Ich habe Harvey einen Kaffee gemacht. Der ist zwar schon ein Ich hab bisschen kalt, aber egal. bestimmt nicht versucht, Lenas das Kind zu ermorden. Ich hasse dich. Okay, that's weird. Es gibt ein Risotto. Und dein Kind? Straußfarm-Risotto. Ja. Mein Kind ergibt kein Risotto. Also, nachdem ich mit dem Hammer draufgehauen habe, bestimmt. Boah, alter Vater. Los jetzt! Gott sei Dank habe ich das 18, ab 18 im Titel gelassen. Das lassen wir momentan immer. Ist auch besser so. Lena ist Mama. Ja, Lena ist Mama. Das Schlimmste daran, das Kind wurde nicht mal gefragt, ob es den da haben will. Wird das denn irgendein Kind? Sollte man mal einführen. Ja, der Einzige, der bei mir kein neues Sprite bekommen hat, ist Harvey. Beziehungsweise doch. Ich habe ein bisschen beim Modden geschlampt. Wie oft willst du eigentlich noch erzählen? Das habe ich im Stream noch nicht erzählt. Doch. Habe ich? Ja. Dass ich Keine Ahnung. das Bild, dass ich aus Versehen sein Porträt anstatt des Sprites eingefügt habe und er dann beim Seitwärtslaufen immer richtig komische Lags hatte und Bugs und dann immer sein Porträt in komischen Sequenzen und Vierteln wild durch die Gegend gehüpft ist. What the fuck? Und dann musste ich mir leider ein alternatives Sprite runterladen, was ich halt wieder da drüber kopieren kann, weil ich das ursprünglich natürlich nicht gespeichert habe. Und Wollte man immer, dann. das steht sogar bei Nexus drauf. Ich weiß. Und dann hat es wieder funktioniert. Jetzt kann er wieder seitwärts laufen, ohne dass es komisch rumbuggt. In Gang Story haben sie nicht weitergemacht, da ich alleine keinen Bock hatte. Jetzt, wo ich Leute habe, die mir helfen, mache ich die weiter. Jo. Na gut, alleine habe ich auch relativ selten Lust, ein MMO zu spielen. MMOs sind ja auch dazu ausgelegt, dass man es gerade macht, Ja, zusammen. definitiv. So. Zeit für die Insel. Achso, ich könnte mir noch Sachen hier mitnehmen, die wir eigentlich gar nicht hier brauchen, wie Taro-Knollensamen oder so. Die sind schon drüben. Das war die Wüste, Marcel. Nein. Achso, ach, das Strandtotem, nevermind. Ja, ist alles schon drüben? Also von den Samen her ja. Ansonsten müsst ihr halt gucken, was ihr noch mit drüber nehmen wollt. Ja, Lena Ja, so macht das schon. Knochenfragmente zum Beispiel. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob wir da überhaupt noch welche hier haben. Nee, ich glaube nicht. Diesen Störleich, den kann man auch in diese Einmachdinger packen, damit man Echt? Kaviar kriegt. Ja. Okay, ich schnapp sie mir. Lol. Uff, Alter, was ist denn hier passiert? Was? Wann Ich hast du das denn gemacht? bin auch It's a neugierig. kind of magic, magic. What happened? What happened? Happened Siehst so du? einiges. Oh, lol. Ja, gell? It happened so einiges. Warum hast du Ja, hier Mann. unten wieder was angepflanzt, wo kein Sprenkler steht? Ja, steht ein Sprengler. Nein! Ja, gut, dann Ja, setz den Lena, Sprengler um. Geht nicht, dann Lena. wird das in der Mitte nicht mehr bewässert. Uns Du fehlt ein besitzt einen Sprengler. Du Iridium-Sprenkler. bist in der Mitte nicht bewässert. Außerdem, du besitzt einen Sprengler. Das.
nennt sich Gießkanne. Sollte funktionieren. Ich hasse dich. Ich weiß. Und jedes Mal, wenn du es sagst, freut es mich immer wieder. Okay, Tora, das schön, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Tora. Es sind wieder ein paar Miesmuschelfelsen nachgewachsen. Oh! Endlich! Ha? Schlangenwirbel. Hey! Habe ich gerade ausgegraben. Bidina. Also, ich habe doch noch ein paar Taro-Knollen gefunden gerade hier. So. Erstmal spenden. Nun hat den Bau von Abrunnen beantragt. Abrunnen! Abrunnen! Wofür brauchen wir Abrunnen? Der Ästhetik wegen. Der Ästhetik wegen. Okay, man braucht wohl noch einen zweiten Wirbel. Und deinen Kopf noch, oder was? Ja. Wowie. Sie hätten ein dunkles, feuchtes Gebiet bewohnt mit viel Vegetation. Da soll es wohl diesen Frosch geben. Den Dschungel, oder was? Ja. Wo findet man denn da bitte so ein Froschding? Das frage ich mich auch. Vielleicht gibt's den als Belohnung für dieses komische Rätsel? Also wenn ich dafür nur so vertrockneten Frosch kriege, ne? Das schau's. Sag ich dir sofort. Oh, das ging schnell. Was? Ich habe ein, und ich wiederhole, ein Grasbüschel weggemacht und da kam mir ein mumifizierter Frosch entgegen. Uff. Lena cheatet doch. Ja, das ist nichts Neues mittlerweile. Ein Stück in der Ausstellung der Insel. Achso, wir haben Frosch, ja, okay. Belohnung? Oh, eine goldene Walnuss. Und Tipp, meine Nasenschlangenwirbel sollen westliche Regionen der Insel gefunden werden können. Ja, doch gut, das wäre. Kennen wir schon, hier. Danke. Ich bin aber echt mal auf die Harry Potter Serie gespannt, ne? Ich auch. Ich hab da wirklich so Schiss, dass sie es verkacken. Na gut, dann guckt man es sich halt einfach nicht an, ne? Richtig. Aber es ist immer traurig. Es ist immer traurig, wenn von seinem Lieblingsfranchise dann irgendwas rauskommt, was richtig kacke ist, aber ich meine, im Endeffekt, ja, ist es dann da und man macht sich drüber lustig, wenn jemand das Thema anspricht und ansonsten vergisst man es, wie den Dragon Ball Film zum Beispiel. Welcher von denen? Hat der Real Life? Ja, diese Real Life-Verfilmung. So ungefähr wie der Real Life-Verfilmung von der Legende von Arn. Ja, genau die. Cringe. Einfach nur cringe. Man kriegt in der Schädelhöhle irgendwie oft Knochenfragmente geschenkt. Von Monstern. Das ist irgendwie weird. So, das versteinerte Bein haben wir schon. Was ist denn die Verzauberung kunstvoll? Was ist das denn? Weiß nicht, ich muss zu googeln.
Mach sie drauf. Der ist ja schon drauf, man sieht ja nicht, was es wird. Ich wollte sagen, du hast da nicht so viel Auswahlmöglichkeit, Lena. Stimmt auch wieder. Naja, ich wollte ja auch noch meine Sachen verzaubern. Ja, mach ich morgen. Ja, ich konnte auf dem Schwert tatsächlich nur noch die prismatische Scherbe draufpacken. Alles andere muss ich... Alles andere musstest du? Aber da hätte ich noch auf die anderen Sachen packen können. Ach so. Dammit! Was ist Dammit, Lena? Ich habe mir extra einen Kaffee eingeworfen, damit ich schneller mit diesem blöden Vieh bin. Aber es geht einfach nicht. Wie soll man diesen Wurm oder Maulwurf treffen? Das ist ja scheinbar ist. Ja, das verstehe ich auch noch nicht so ganz im Echt. Ist das jetzt richtig? Also ganz verstanden habe ich auch nicht. Okay, noch zwei Tage, damit wir dieses Froschrätsel dann fertig haben. Dann haben wir, glaube ich, auch schon genug Walnüsse, oder? Wenn wir den Walnüsse kriegen. Wie viele Walnüsse haben wir jetzt gerade? Ich weiß es gar nicht. 16. Gut, wenn er bis... Ich hoffe, dass der 4 gibt. Das wäre halt schon mal ein Fortschritt mal wieder. Ja. Ich muss mal kurz auf Toilette, ich leg mich schon ins Bett. Tue dies. Tue dies und werd glücklich mit. Boah, zack, 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 zack. Dit noch, dit noch. Eine andere Kiste. Ruhig geworden, oder Lena? Marcel, sag was. Ja, ich sterbe gleich. Ich bin gerade. Was tust du? Warum stirbst du? Hallo? Was? Warum sterben sie? Wegen den Gegnern? Wo sind die Gegners? Zack. Ba, 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 ba. Übrigens spät, Marcel, ne? Ich weiß. Wollte sie nur gesagt haben. Als kleiner Tipp so zwischendurch. Es gibt noch einiges, was wir nicht, bis jetzt noch nicht discovered haben. Ja, ein bisschen, ne? Jetzt hängen wir in dem Bildschirm fest. Danke, Lena. Mensch, ich habe Werbung von Mandalorian. Wie kommt das denn? Gute Frage. So, wieder da. Baby. Baby.
Ich find's immer wieder ein bisschen merkwürdig, was auf Twitch Content oder Zuschauer anlockt. Kommt es jetzt darauf? Weil ich gerade noch einen Artikel darüber gelesen habe, was den das ist ein neuer deutscher Zuschauerrekord von 358.000 Zuschauern oder sowas aufgestellt wurde. Achso, ich dachte, du beziehst dich auf Mattes Tweets in letzter Zeit, aber... Nee. Da kein Twitter. Ja, im Winter. Oh. Das merkt man auf der Insel nicht. Ja, gut. Das heißt, ich kann das Feld aber bald mal ein bisschen umsortieren hier. Und Probus hat Geburtstag. Ich weiß, hab ihm schon was geschenkt. Aber ich habe mit Grobes eh schon die höchste Anzahl an Herzen, daher. Lohnt sich dann ja fast. Ne, ich habe noch keine Sternfrucht von ihm bekommen. Ach, kommt man das, oder? Wenn du längere Zeit mit denen die 12 Herzen hältst, ja. Oh. Dann bist du nach Hause gekommen, Marcel. Ach, du hast das Ding benutzt? Ja, weil sonst hätte ich das nicht rechtzeitig zurückgeschafft. Ein bisschen. Warum könnten wir mal. Boah, keine Walnuss von ernten. Ah, die ist noch. Da, Wie lange brauchen die Melonen noch? Einen Tag. Naja, dann. Das geht ja noch. Die Taro-Wurzeln Basisqualität lasse ich da zum Einlegen, oder? Ja. Und die in höherer Qualität ich verkauft. Irgendwelche Samen, die ich hier anpflanzen kann. Also hauptsächlich Taro-Knollen. Was eigentlich mit Kokosnüssen? Wie, was ist mit denen? Ja, weg damit oder wohin? Nö, die verarbeite ich auch. Wo? Oh. Frucht. Also Kokosnuss-Gelee. Fruchtkiste. Unter anderem, ja. Oder Kokosnusswein. Interessant. Kann man ja jetzt nicht anders sagen, ne? Kommt halt raus. Ich kann dafür auch nichts sehen, ne? Oh, zwei Entenfedern. Jetzt küt halt, wie es küt, ne? So sieht's aus. Ach ja, ich wollte. Tiere hast du schon gemacht? Ja. So. Ich war heute schnell unterwegs. Leo, wollte ich noch ein Geschenk machen? Wo bist du, Kleiner? Versteck, komm und such mich. Ist der Gadget versteckt? Jemand erzählt dir Lügen, Lina? Manchmal. Boah, das ist aber nicht nett. Das war jetzt nicht nett, Lena. Das finde ich sehr frech von dir. Ah, er ist zu Hause. Wofür ist die rechte Kiste eigentlich? Wo jetzt? Ah, okay. Auf der Insel. Um die Sachen reinzutun, zum Weiterverarbeiten, die warten müssen. Ja, hab schon. Hast schon discovered. Yep. Gudi. Thank you.
Dann ist ja gut, dass du das schon rausgekriegt hast. So, jetzt habe ich wieder alles angepflanzt. Morgen gibt es Melonen. So viele goldene Walnüsse fehlen uns jetzt nicht mehr. Nee, 3 Stück bis zum nächsten. Genau. Nautilus-Fossil. Was ist damit? Hab ich gefunden. Mit den Miesmuscheln geht's auch voran. Aber jetzt noch 30, dann können wir uns den Mangobaum kaufen. Ganze Mango mit mir. Mango, Mango die ganze Nacht. Der Taro-Wurzelsaft ist fertig. Wow, das Nautilus-Fossil hatten wir scheinbar schon. Bad. Herz-Event mit Leo. Oh, nee, das ist es nicht. Ha. Jetzt doch nicht, oder was? Doch, aber ich habe gerade die Tasse gesucht, um meine Kamera auszumachen. So, das Feld ist jetzt auch für nächstes Jahr schon ready. Nice. Ready to rumble. Ist jetzt so still wegen der Zwischensequenz. Ja. Ja. Wie lange brauchen die denn hier noch? Ach du heilige Scheiße. Noch viel zu lange braucht das alles. Hey, ich kann jetzt auf Papageiisch Lass uns spielen sagen. Na dann, hau rein, Lena. Wir hören dir alle zu. Nur in-game, du. Nur in-game. Feigling. Wahrscheinlich nur gelogen einfach. Gut möglich. Hm. Diesen Stachelrochen, hat denn schon jemand gefangen? Weiß ich nicht, wieso, wie kommst du jetzt darauf? Deine Cam ist übrigens noch aus. Oh, stimmt. Hallo, bin ich wieder. Du musst jetzt auf Stachel rochen. Ich hab noch wahnsinnig viel nicht geangelt hier. Uff, da hab ich ja schon gefühlt mehr bei meinem neuen Start. Aber nee, da unten ist er, kommst noch nicht. Der ist ja neu hier. Ja, wenn der neu ist, wird er wahrscheinlich noch nicht gefangen worden sein. Ne. Probably. Probably, schmobably. Ah, der ist auch noch nicht, in einer Höhle befindet sich auch der einzige Ort, okay.
In einer Höhle ganz tief im Norden. Nein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, na, das dauert noch ein bisschen, bis man da wohl hinkommt. Zum Rochen? Ja, habe ich jetzt nur angefangen zu lesen, als es hieß, Badeort muss erst freigeschaltet werden. Was? Okay, dann brauche ich den Artikel nicht weiterlesen. Oh, warte, warum bin ich schon im Bett? Den will heute früh beenden, ich sehe schon. Ja, ich will diese Melonen, ich will das mit dem Frosch machen. Daraus bin ich ein bisschen halb... Ja, gut, was wird da jetzt großartiges passieren, ne? Ja, ich weiß. Man kriegt fünf wahrscheinlich neue Aufgabe und man kriegt eine goldene Walnuss. Fünf, mindestens. 20. 30. 35. Okay, das ist jetzt schon sehr übertrieben, weil der war tot. Was? Das ist eine Qualle. Wofür braucht man Kaviar? Kann man einfach verkaufen oder braucht man den irgendwie zum Kochen oder so? Ich glaube, man kann damit was kochen, aber man kann halt auch verkaufen, ne? Du kannst ja immer so ein bisschen was behalten und den Großteil verkaufen. Ne gut, ich habe nur 17 Fischeier von Marcel bekommen, mehr hatte ich nicht. Ja, sorry, dass die Fische nicht mehr produzieren. Lol, Schlangenschädel hatten wir den schon? Nice, nein, den haben wir noch nicht. Mir fehlt uns nur noch ein Rückgrat und... Dass dir ein Rückgrat fehlt, ist mir nichts Neues. So. Was habe ich euch heute getan? Also generell tust du mir eigentlich nie etwas, aber... Mir eigentlich auch eher weniger. Aber es ist halt Auslegungssache, Lena. Ja, ja. Ja, ja. Wieso ziehe ich sogar hier Joja-Kohle an Land? Jetzt mal sehen, wie verseucht das Meer ist. Ja, ist noch realistisch. Hallo, Steffi. Dicken Lachs rausholen. Mhm. Mach ich. Hier, ich habe super Seegurken. Zählen die auch? Du sollst jetzt nicht auf Leon zeigen. Der Witz wird nie alt. Hm. Steffi, du sollst raiden. Ja? Oh, es ist 0 Uhr. Ist dir irgendwas im Strandhaus aufgefallen, was da neu steht? Katalog und das Ding? Oder? Was wir einrichten können. Ja, habe ich euch da gelassen. Oh. Ja, ich glaube, wir werden uns in architektenmäßig nicht. Ich glaube nicht. Ja, es sind drei Räume. Da kann jeder einen Raum doch sich hübsch machen, oder nicht? Das stimmt. Kann man die Betten.